Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde. So, The Fall of the Dungeon Guardians. Was zur Hölle? Gnomriesen? Aha. Ja, da habe ich perfekt am perfekten Ort gespeichert, denke ich mal. Da ist ein Teleporter, okay. Und ich glaube, ansonsten waren wir hier auch schon überall. Ja, ich bin Abfall. Genau, das ist der kaputte Teleporter gewesen. Hä? Das heißt, mich mit Gnomriesen kloppen. Hi, Jungs. Ihr seht böse hässlich aus. Und auch irgendwie böse stark. Au, ihr macht doch Damage. Und ihr seid immun. Au! Holy shit. Okay. Perfekte Taktik ist, einen Tod prügeln und wegrennen. Puh. Au. Da haben auf jeden Fall welche gut gefrühstückt. Wow. Ja, aber Angst, ich will nicht. Jetzt ist er nämlich hier. Okay, einer ist nicht so besonders schwer, aber zwei waren böse. Uff. Ah, den brauchen wir nicht. Oh, der andere hat Beinschienen gedroppt. Aber auch nicht so wirklich gute. Okay. Ah, und hier war ich schon mal. Hier muss ich schon mal gewesen sein. Das kommt mir bekannt vor. Oh, ein Heiltrank. Den nehme ich gerne. Ja, hier war ich auf jeden Fall schon mal.
Ah, das führt mich nämlich hier in den großen Raum. Moment. Ah ja, genau. Also hier war der Schlüssel. Nein, hier war der Schlüssel. Genau, Armschienen und das hier ist der Weg zum zweiten Schlüsselloch. Genau. Gut, dann wäre das schon mal geklärt. Das heißt, ich kann wieder hierhin zurückspringen. Kann hier den Weg zurücksuchen. Hier war der übelst böse Pilzraum, den wir geklärt haben. So, das ist der Weg hierhin zurück ins Startgebiet. Nein, das war der falsche Weg, denke ich mal. Das ist der richtige. Das ist nämlich der Teleporter, genau, der uns hier hinführt. Und hier durch. Hier haben wir nämlich die beiden Schlüssel benutzt. Ja. Und ich habe richtig gehört, da läuft was rum. Komm, ich brauche einen Donnerknallen. So schnell wie möglich. Danke. Und hier brauche ich ganz dringend Heilung für die beiden. Die dumm. So, jetzt muss doch die weg, aber die stirbt recht schnell. Gut. Ah ja, neue Schuhe für dich mal. Kannst du die gebrauchen? Nee, nicht wirklich. Die Tränke hätte ich gerne. Verdächtige Wand, aber hier ist nirgendwo was. Speerkämpferinnen. So, hochheilen. Jetzt noch die letzte wegmachen. Gut. Hier ist nichts. Wow. Elfenbiest.
Zaubersäurestrahl. Na, das solltest du nicht machen. Das klingt nämlich unschön. Säure ins Gesicht zu kriegen. Naja, aber wir können dich blocken. Du kannst fetzen. Ja, ist schön für dich. Na, ein bisschen Schaden machst du schon. Oh, der Säurestrahl hat wohl alle getroffen. Hab ich jetzt gerade nicht richtig aufgepasst. Also der Raum sieht verdächtig aus. Scheint aber nichts zu sein. Gepanzertes Elfenbiest. Oh. Ich glaube nicht, dass ich das betäuben kann, aber ich probiere es einfach mal. Nein, scheint nicht betäubbar zu sein. Okay, solange es noch beißen tut, ist es jetzt kein so großes Problem. Was hat das jetzt auf mich gewirkt? Brüchige Rüstung. Ah. Ich sollte wirklich aufpassen, was es da oben macht. Oh, und ich sollte große Heilung geben. Heilung und mehr Heilung und noch mehr Heilung. Okay, der Säureflut kann man... Oh, den Säurestrahl jedoch nicht. Den sollte ich blocken. Es greift verdammt schnell an, das Vieh, muss ich sagen. Macht das schwieriger. Okay, Säurestrahl kann ich nicht ausweichen. Gut. Säureflut jedoch kann ich ausweichen. So ist das. Okay. Ausdauer und kritische Chance für Hagrim. Nehme ich doch gerne an mich. Also ich komme aus der Richtung. Hier geht eine Treppe hoch. Teleporter. Okay. Da habe ich wieder irgendwas... Ah, oh, wieder so ein Viech. Aber nur ein normales Elfenbiest zum Glück. Tut aber gleich mal Säure strahlen. Ja, den Säurestrahl hätte ich unterbrechen sollen, aber nicht die Säureflut.
Du heizt mal so. Dann gucken wir erstmal hier in der Richtung weiter. Oh, hier ist mal wieder so eine Tür. Ah! Klappt das doch mal wieder. Oh, die Karte. Die Karte für das Level. Ich bin hier oben. Ah, hier war ich noch. Hier war ich schon, aber noch nicht wirklich. Okay. Gut, jetzt können wir aufdecken gehen. Das ist schon mal positiv. Das hier sieht aus... Ist das ein Weg zurück? Ja. Oh. Du bist zweihändig. Machst minus 12 Beweglichkeit, dafür mehr Schaden, kritische Treffer und so. Ja, weißt du was? Dann wirst du auch gleich mal geführt. Ist hier sonst noch irgendwo ein Knopf vielleicht? Sieht nicht danach aus. Schade. Ah, ich sollte vielleicht erst zurückgehen, wenn ich die zweite Map gefunden habe, falls es hier eine zweite Map gibt. Ich bin jetzt mal so und probiere den Teleporter aus. Wenn ich ihn wiederfinde. Der war hier oben, gell? Ja. Dann gucken wir mal kurz, wo uns der hinbringt. In einen neuen Bereich. Ah, da laufen Amazonen rum. Oh, liegt da die zweite Map. Ich hoffe mal, dass das die zweite Map ist und nicht wieder irgendein Gekritzel. Blödsinn, was mache ich hier? So, so. So, so, das wollte ich. Bumm. Also jetzt erstmal wirklich die Weiber loswerden. Zum Glück sind die nicht sonderlich stark. Sehen für Elfen recht komisch aus. Nö. Jo, komplette Karte für Level 12 hinzugefügt. Entweder ist das oder das hier oben, die Bossfight-Arena. Gucken wir mich erstmal weiter um. Ah, ist hier eine Tür oder eine Abkürzung? Das möchte ich auch gern wissen. Ja gut, das hier kenne ich. Das habe ich schon mal von unten gesehen. Ich würde dann noch gern wissen, wie ich da hinkomme.